Gast bei Jill Marielle Becks wird präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie. Ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind hier bei einer jungen Dame, die im letzten Jahr komplett durchgestartet ist und zwar gleich doppelt, züchterisch und reitsportlich und genau auf diesem Wege auch in diesem Jahr schon wieder weitermacht. Wir sind bei einer jungen Dame, die sehr positiv, einfach lachend nur sagt, ich liebe Schleifen und Medaillen und sie hat schon eine ganze Menge davon. Und wir sind bei einer jungen Dame, die manchmal leider auch bestimmen muss, welches Hemd ihr Vater trägt. All das werden wir gleich mit ihr besprechen. Wir sind natürlich zu Gast bei Jill Becks. Hallo Jill. Hallo. Erstmal vielen tausend Dank, dass wir hier sein dürfen. Bis gerade eben hatten wir hier noch sehr spannenden Besuch. Ich bin sicher, der kommt gleich noch mal wieder. Sag uns doch einmal kurz, wer hier fast auf dem Schoß schon saß. Wo sitzen wir? Also wir sitzen jetzt vor der Box von Tommy. Tommy ist der Spitzname von Daddy Thompson und das ist ein 10-jähriger Wallach von Damon Hill, Malaurus Cosella und ist eins meiner Sportpferde. Ja, und du hast eben, die anderen hören ja nicht zu, ich darf das glaube ich sagen, du hast gesagt, das ist der Schlauste. Das ist, ich hoffe, die anderen hören uns jetzt nicht und sind sauer, aber woran machst du das fest? Das ist der Schlauste. Also der ist wirklich unheimlich ausgebufft, aber auf eine positive Art und Weise. Der hat unheimlich viel Energie und der lernt und versteht eigentlich relativ schnell. Was halt bei ihm wichtig ist, man muss seine Energie so in die richtigen Bahnen lenken. Der will immer alles richtig machen und manchmal will er auch zu viel. Und da muss ich so ein bisschen, sag ich mal, an der Schraube drehen, dass das alles in die richtigen Bahnen kommt. Aber lieber so als einen, der nicht will. Das ist ja, glaube ich, auf jeden Fall so. Bevor ich das vergesse, haben wir natürlich auch wieder einen von Jill signierten Eimer zum Verlosen, den ich ja immer gerne einmal zeige. Da ist er, unser Clip My Horse Eimer mit Jills Signatur. Dieses Mal aber nicht durch Fragestellungen zu bei der Verlosung mitzumachen, sondern, Jill kann das nämlich viel besser erklären, haben wir eben schon festgestellt, wer diesen Eimer haben will, was muss der machen? Genau, wenn ihr eure Freunde unter den Post markiert, dann habt ihr die Chance, automatisch hier dran teilzunehmen und vielleicht habt ihr eben das Glück, den Eimer gewinnen zu können. Und dann wird es natürlich der Glückseimer fürs nächste Turnier. Genau. Normalerweise geht es ja oft so los, also ich saß schon auf dem Sattel, als ich noch nicht laufen konnte. Also normal fangen wir vorne an. Ich würde es gerne mal anders machen. Ich fange einfach mal mit ein paar Knallernummern an. Du hast zwei ganz, ganz, ganz hoch erfolgreiche Damon Hill Nachkommen, mit denen du ganz, ganz viele Erfolge erzielt hast. Da geht es richtig los. Bevor wir da reinsteigen, würde ich gerne einmal, dass wir so einen kleinen Rundgang machen, denn wir haben so einen kleinen Intro hier gedreht, da sehen wir es schon. Erzähl uns was dazu, wo sind wir? Genau, das ist unsere Einfahrt, das ist hinten der Hof bei uns, genau unser Schild und dann sieht man ganz schön unsere Halle, da haben wir nochmal die 7 Boxen von unseren Pferden, mein kleiner LKW, einmal der Blick auf den Hof, genau der Stall, der Hauptstall, unsere Hühner, bei uns gibt es immer nur eigene Eier und unser Hahn, ganz wichtig. Genau, nochmal unsere Halle im Seitenbild mit einer Wiese und unserem Longiercenter. Und das ist dann unser Hauptstall. Genau. Mit ein paar unserer Sportpferde, Zuchtstuten. Genau, ein 60er Viereck. Wir haben eine 40er Halle, ein 60er Viereck. Und die Wiesen für die Pferde natürlich, die dürfen auf keinen Fall fehlen. Mein 60er Platz. Und da bin ich genau mit meinem Hund, 15 Wochen alt, das ist Chloe, eine französische Bulldogge und die freut sich immer, wenn sie dabei sein darf. Die hat sich gefreut, das hat man gesehen. Jill, das alles, ich glaube, man hat es im Film gesehen, das ist unheimlich idyllisch. Okay, ich gebe es zu, ich habe es auch gar nicht erst gefunden, so idyllisch ist das hier. Ist das manchmal zu idyllisch? Hast du manchmal das Gefühl, oh, jetzt bräuchte ich mal so ein Hamburg vor der Nase oder München oder Großstadt? Nee, also ich bin immer auf dem Land groß geworden. Ich fühle mich unheimlich wohl und ich liebe die Ruhe und weiß sie auch zu schätzen. Und das Schöne ist, es ist eine Viertelstunde bis Münster. Und Münster ist eine tolle Stadt, eine große Stadt, da kann man auch alles erleben. Ich bin auch mal gerne in so einer großen Stadt wie München mit so viel Flair. Aber hier, wo wir leben, finde ich, ist es für mich optimal.
Du wohnst auch hier auf dem Hof, deine Eltern auch. Gibt es auch manchmal so ein bisschen Familienflash, wenn ihr euch 24 Stunden rund um die Uhr seht? Ach, also ich glaube, dafür, dass wir uns so viel sehen, ist das wirklich ganz, ganz wenig. Klar, man hat mal eine Meinungsverschiedenheit und gelegentlich diskutieren wir dann mal. Aber ich glaube, wir sind eine starke Familie und raufen uns unheimlich gut zusammen. Na, vor allen Dingen habt ihr absolut eine Leidenschaft. Ja. Ne? Jetzt musste ich ein bisschen schmunzeln, als du sagst, wir gelegentlich diskutieren wir auch mal. Du trainierst mit deinem Vater schon von Anfang an. Mhm. Und weißt du noch, was du mir mal erzählt hast, seit wann das gut geht? Ja, seitdem ich damals in der Jugend mal, wo man so in der Pubertät kam, wir mal eine Auseinandersetzung hatten, wo wir dann wirklich dann auch mal tagtäglich wirklich kein Wort miteinander geredet haben. Aber da habe ich irgendwie dann auch gelernt, ihn zu respektieren und dann auch wirklich auf das zu hören, was mir gesagt wird. Aber gehört vielleicht auch einfach mal dazu, ne? Definitiv. Offensichtlich hat es ja sehr gut funktioniert. Ich hatte gesagt, ich würde gern beim Erfolg anfangen. Mhm. Du hast dieses Jahr schon einen Riesenerfolg gefeiert mit Damon's Satellite. Du hast Grand Prix Spezial gewonnen. Ja. Und das ist, glaube ich, was man sich durchaus noch mal angucken kann. Wir haben ein kleines Filmchen vorbereitet. Magst du was zu deinem Gefühl sagen in diesem Moment auf Damon's Satellite? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war mein erster Spezial und das war schon eine aufregende Sache, weil so ein Spezial ist schon, also ein Grand Prix ist schon schwieriger als diese U25 Tour, aber dieser Spezial, da habe ich wirklich das erste Mal auch gemerkt, wie viel Kraft mehr ein Pferd braucht in dieser Aufgabe, gerade mit dieser ersten Trabtour, mit diesem Vor- und Zurück. Und, aber guck dir das an, die Wechsel, die sehen doch völlig easy aus. Ja, das sieht ja so aus, als ob ihr noch 43 mehr machen könnt. Ja, aber ich konnte wirklich in dieser Aufgabe zum Schluss schon merken, dass er auch so ein bisschen die Kraft hinterher fehlte. Und es war eine tolle Erfahrung und wir haben sofort echt 72% gehabt, ein mega tolles Ergebnis. Aber ich konnte auch echt merken, woran wir noch mal üben müssen und habe jetzt... Ja, mich hat der Kitzel ist da, besser zu werden und dann gerade in diesen Aufgaben auch große Punkte zu sammeln. Na, das ging ja alles schon eigentlich unfassbar schnell. Du bist letztes Jahr U25 Tour geritten, obwohl du eigentlich noch sehr jung bist, sagen wir es mal so. Zweite Europameisterschaft, insgesamt zwei, einmal Junioren, einmal U25. Junge Reiter. Entschuldigung, junge Reiter, ja. Einmal U25, sechs Medaillen, dreimal Gold. Viel mehr geht ja eigentlich kaum. Aber so wie ich dich kenne, hast du ganz sicher das nächste Ziel im Visier. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sechs Medaillen mit nach Hause zu bringen, jede Prüfung eine Medaille und das auf unterschiedlichem Niveau, das ist echt mega, mega gut. Und nächste Ziel ist dieses Jahr die U25-Europameisterschaft in San Giovanni in Italien. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Ziel und ich würde mir wünschen, vielleicht dieses Jahr das mit Delorange, seiner Vollschwester, zu schaffen. Und das ist für mich persönlich auch nochmal so ein Anliegen, einfach nochmal mir, sage ich mal, zu beweisen, dass ich es auch mit einem anderen Pferd kann, ne? Dass es nicht nur dieses eine Pferd gibt. So, das ist schon ein großes Ziel, weil wir uns ja hier auch so ein bisschen auf die Ausbildung der Pferde spezialisieren. Und dann ist es für mich einfach wichtig, mir selber, wie gesagt, zu sagen, so, es ist nicht dieses eine Pferd, daran liegt es nicht, sondern ich kann es auch mit dem anderen. Das ist ganz witzig, das wäre natürlich genau die Frage gewesen, gibt es schon sowas wie einen Favoriten? Die hast du jetzt schon sehr deutlich beantwortet, denn im Grunde hast du immer schon gesagt, Delorange ist kein bisschen schlechter als Satellite, die sind absolut Auge auf Auge, aber sie hatte eine Pause. Ja, genau. Also als ich sie bekommen habe, damals hat sie sich relativ schnell eine blöde Verletzung zugezogen und musste auch operiert werden und musste dann wirklich leider ein Jahr stehen. Mhm. Da war ich echt mega, mega traurig. Und sie hat sich toll erholt davon, musste natürlich dann auch wieder eintrainiert werden. Das dauert eben nach so einer langen Zeit und ist jetzt eben mittlerweile 12, hat schnell die Grand Prix-Lektion gelernt und ist wirklich top unterwegs und hat aber, glaube ich, auch wenn das eine schwierige Zeit sicherlich war, hat sie das vom Charakter sehr positiv geprägt und unsere Beziehung, glaube ich, auch. Wir sind da auch echt mega durch zusammengewachsen und war natürlich schade, aber war ein Erlebnis, was ich auch mal gemacht habe, aber es hat uns, glaube ich, im Endeffekt nur stärker gemacht und geprägt. Schön, wie du das sagst, weil das haben ja definitiv jeder Reiter, glaube ich, erlebt das mal. Ich meine, ein Jahr ist echt krass. Mhm. Gab es auch mal Momente, da dachtest du, verdammt nochmal, wir schaffen es nicht? Also wir schaffen es nicht, so erstmal nicht, aber ich muss sagen, ich war echt mega niedergeschlagen jetzt. Ne? Das kam alles so schnell und mega plötzlich. Und
irgendwie hatte ich so große Träume und auf einmal hatte ich dann kein Pferd mehr. So, Satellite war noch zu jung. Mhm. Der war, glaube ich, erst 6 da und sie war 7. Und dann stand ich auf einmal irgendwie wieder ohne Pferd da, was ich gerade neu hatte. Aber das sind einfach alles Dinge, die mich geprägt haben und, glaube ich, mich heute gerade sowas eben ausmacht und vielleicht auch stark gemacht hat. Und was dann einfach war, sie ist dann halt erst spät in Grand Prix Sport gewachsen. Die anderen waren halt alle schon voll weit und hatten Kraft und kannten das schon. Und wir mussten dann halt erstmal da anfangen. Das war so was, wo ich dachte so, Mist, das ist echt schade. Aber das war auch so eine Situation, wo ich dann einfach gelernt habe, ja, man muss die Ruhe behalten, man kann nichts dran machen. Und alles auf einen zukommen lassen und gerade sowas, dadurch bin ich echt so total ruhig in der Ausbildung geworden. Ich habe da überhaupt keinen Druck mehr. Das kommt, wie es kommt und das Pferd gibt einfach die Zeit vor. Und du meinst schon, das kommt auch wahrscheinlich durch dieses Jahr. Nicht nur, ja, aber auch. Ja, auch. Auch auf dieses Antrainieren. Das war alles natürlich mit Arbeit verbunden und das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe und dann musste ich erstmal sehen, wie lange so ein Antrainieren einfach mal dauert. Vorher denkt man da ja gar nicht drüber nach und wie mühsam sowas einfach ist. Mhm. Und an dieser Stelle muss ich mein Pferd auch echt mega loben, weil die war immer ehrlich, da konnte ich mich so draufsetzen, die war nie, dass sie irgendwie buckeln wollte oder mich runtersetzen wollte. Die hat das wirklich zusammen mit mir gemeistert und die hat gesagt, hey, wir machen das. Und es hat sich gelohnt. Ja. Wie hast du das gemeint? Das war eine interessante Formulierung. Du hast gesagt, auch sie hat es im Charakter noch stärker gemacht dieses Jahr. Wie meinst du das? Ja, also als sie zu mir kam, war sie eher so ein nervöses Pferd und sehr introvertiert. Und die Nerven waren einfach schon so ein bisschen bei ihr so, dass sie in den Situationen einfach nicht immer den kühlen Kopf bewahren konnte. Und sie war 7, als du sie gekriegt hast. Ja, genau. Hast, ne? Das war genau. Sie war 7-jährig. Und unsere Beziehung ist da einfach durchgewachsen. Mhm. Ich hatte sie ja zu dem Zeitpunkt auch in den ersten paar Monate, also ich glaube noch nicht mal ein halbes Jahr. Und sie ist einfach vom ganzen Charakter dann durch auch so ein bisschen ruhiger und ausgeglichener geworden und vielleicht erwachsener. Mhm. Und gerade durch dieses Antrainieren sind wir einfach mega zusammengewachsen. Und für mich ist das auch gerade mit dieser langen, also mit dieser Krankheit, die sie da hatte, ein ganz besonderes Pferd, was mir dadurch auch irgendwie ans Herz gewachsen ist. Das ist so eine Frage übrigens, die unsere Zuschauer immer gerne wissen wollen. Ist sie dein Lieblingspferd oder anders, gibt es das berühmte Lieblingspferd? Also ich finde, Lieblingspferd ist immer eine fiese Formulierung, weil man ja sich dann schon... Fies wollen wir nicht sein. Ja, aber man stellt halt alle anderen Pferde in Schatten. Mhm. Und das möchte ich nicht. Und ich finde, jedes meiner Pferde hat irgendwo gewisse Vorzüge und Vorteile im anderen Pferd gegenüber. Und ich liebe meine Pferde eigentlich alle und versuche denen auch allen die gleiche Aufmerksamkeit zu geben. Sie ist auf jeden Fall ein Pferd mit vielen Highlights und ein Pferd, was mir jeden Tag unglaublich viel Spaß bereitet. Und gerade am Anfang war sie echt eine Herausforderung für mich, weil sie unheimlich viel Go und Bewegung hat und ein Pferd auch ist, was geritten werden will. Und in dieser Herausforderung bin ich echt gewachsen und habe viel von ihr gelernt. Und es ist einfach ein Pferd mit Highlights. Und sie ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingspferde, definitiv. Das Lieblingspferd habe ich nicht. Okay, also Damon's de l'Orange, Damon Satellite und die haben natürlich auch einen Papa. Mhm. Und der Papa steht da drüben, total entspannt. Wir waren ihn vorhin besuchen. Mit ihm hattest du ein... Auch so ein Highlight-Erlebnis, kann ich das sagen, 2015? Ja. Mhm. Erzähl mir, wovon rede ich? Genau, von der Equitana, unser erster öffentlicher Auftritt. Wir sehen es hier im Bild. Kannst du dich noch genau an das Gefühl jetzt in diesem Moment? Ja, ich kann mich an alles erinnern. Das war so ein bisschen, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an, ne? Aber irgendwie über Nacht kannten mich auf einmal so viele Leute. Ich war vorher das Mädchen hier, Jill Becks, die hier ländlich reitet, ne? Und dann kannten mich auf einmal so viele. Und das war auch wirklich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ein Pferd für einen kämpfen kann. Guck dir das an, wie viele Leute hast du die überhaupt mitgekriegt? Nee, oder warst du nur bei Dame Hill und... Nee, wenn man das mitkriegt, glaube ich, dann macht man sich, glaube ich, nervös und bekloppt. Und ich versuche dann immer so für mich fokussiert gerade auszugucken und das drumherum um mich liegen zu lassen. Aber das war echt ganz, ganz irre. Und ich glaube, das ist auch der Auftritt, der mich bis heute am meisten geprägt hat. Aber im positiven Sinne. Ich würde es auch alles genau nochmal so machen. Der hat dich am meisten geprägt, weil, du hattest so schon gesagt, du hast gemerkt, A, er kämpft für dich und B, warum noch? Weil du gesehen hast, dass du dich fokussieren kannst, war das das Ding? Ja, ich meine, das war der erste richtig große Auftritt. Ich glaube, vorher war das Größte, was ich geritten bin, die Westfälische Meisterschaft und da habe ich auch im Mittelfeld abgeschnitten. Also ich war nie auf so ganz großen Auftritten. Und okay, lass uns vergleichen, Westfälische Meisterschaft, 2000 Zuschauer.
Nee, auf keinen Fall. Das war 1000? Pony. Komm, ich wollte ein bisschen. Nein, nie. Nee? 500? Okay. Das war so Pony, also das waren Ponys. Okay, ne? 100. Ja, so war es. Gut, und da saßen, ich glaube, 4.500. Ja, so war es, genau. Das ist natürlich was anderes. Ja, und die Kulisse. Und ich meine, in dem Moment war ich halt noch sehr jugendlich. Und gerade dadurch, dass ich nicht diese Erfahrung hatte, wusste ich vielleicht nicht ganz so, was da auf mich zukommt, beziehungsweise welches Ausmaß das annehmen könnte. Ne? Mhm. Und ich habe auch von Anfang an gelernt, das bewusst auszublenden, mir gar nicht die Gedanken zu machen, was ist, wenn. Wie hast du das gelernt? Weil das ist, glaube ich, wirklich was ja ganz vielen Reitern im Weg steht. Ne? Da reingehen und, oh Gott. Ja, man darf nicht zu viel nachdenken. Also der Kopf ist immer das größte Problem. Und ich habe mir einfach früher schon immer gerne so Interviews von Profis angeguckt. Und irgendwie ist bei mir dann immer hängen geblieben, dass man sich nicht so viele Gedanken machen soll. Und das habe ich mir von vornherein angetrainiert. Ich sag mal, man muss es halt auch können. Ich sag mal, ich veräpple mich dann auch so ein bisschen selber und spiele das. Ja, ich glaube da wirklich dran. Ich meine, das ist wie mit dem Abergläubigsein. Im Endeffekt funktioniert es nur, weil ich dran glaube. Und ich spiele das Ganze dann so ein bisschen runter. Und, Für dich selber, ja? Ja, du genau. Sitzt im LKW und sagst, ach, ist alles nicht so schlimm. Nee, genau. Also ich spiele das schon so ein bisschen runter. Ne? Also okay. Ich weiß ja selber, dass das nicht so ist, aber ich glaube einfach feste daran. Und das hilft mir so. Das ist so meine Technik. Da muss jeder eine Technik entwickeln. Und in dem Moment war es mir aber natürlich auch noch nicht bewusst, weil ich da noch sehr jugendlich war und eben nicht diese großen Auftritte hatte. Wobei das, was dann hinterher da passiert ist, dieses Ausmaß, war natürlich dann noch viel gewaltiger, als damit zu rechnen war. Und das ist so ein bisschen der Trick an der Sache, dass ich das einfach so runterspiele und eben nicht drüber nachdenke, was ist, wenn es gut klappt, wenn es schlecht klappt oder was passiert. Einfach gar nicht so drüber nachdenken. Der Kopf ist immer das größte Problem. Und du sagtest gerade selbst, das hast du dir selber antrainiert. Heißt, du hast nie mit einem Coach oder Trainer gearbeitet? Nee. Das ist dein autonomes... Okay. Genau, nee, das habe ich nie. Also ich habe bis heute auch nie damit trainiert. Und ich habe einfach immer versucht, mir war einfach von vornherein bewusst, dass der Kopf das Problem ist. Das habe ich immer irgendwie so verstanden bei den Profisportlern. Und habe für mich dann einfach meine Technik dabei herausgefunden und das ist so meine Technik. Ne? Ist das deine Reittechnik oder war das auch schon die Technik in der Schule vor irgendeiner Klausur, die jetzt so gar nicht deins war? Nee, in der Schule nicht. Also in der Schule war ich immer so die bis zum letzten Moment da drauf geguckt hat und nochmal alles üben wollte. aber das ist so beim Reiten so, ne? In diesen Situationen. Das habe ich da das erste Mal irgendwie angewendet, weil ich mir irgendwie überlegen musste, wie gehst du an die Sache ran? Und habe irgendwie gemerkt, dass es gut klappt und habe das dann eben beibehalten. So. Aber es betrifft jetzt große Championate oder wenn ich weiß, so, da ist der Druck enorm oder so. Und das führt einfach dazu, dass ich dann für mich keine Nervosität habe. Wenn es halt wichtig ist und eng wird, dann habe ich so eine positive Anspannung. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und diese positive Anspannung, da kann ich gut mit umgehen. Und ich glaube, wenn ich diese habe, reite ich manchmal vielleicht auch noch ein bisschen präziser und habe noch ein bisschen mehr Gefühl für die Situation. Also ich glaube, das ist für mich dann positiv. Ich kann da gut mit umgehen. Du kannst das echt kanalisieren. Okay, das war aber wahrscheinlich auch nicht zack, sondern das hast du trainiert. Ja, das habe ich trainiert und es liegt mir vielleicht einfach. Ich meine, es gibt Leute, die sind einfach von Natur aus mega nervös. Und es gibt halt auch Leute, die dann, so wie ich, die dann vielleicht ein bisschen in dem Moment, dumm sind, dass sie sich halt selber so veräppeln können, sag ich mal. Das kann nicht jeder. Ja, in dem Moment. Ich würde es nicht als dumm bezeichnen, aber es funktioniert. Ja, aber in dem Moment muss man ja schon so ein bisschen dumm sein, damit man das glauben kann. Das ist, meine ich jetzt nicht negativ, kann halt auch nicht jeder. Ne? Du hattest noch eben was, schon im Seitensatz erwähnt. Du bist echt abergläubisch, ne? Ja. Ich hatte vorhin so ein bisschen salopp gesagt, manchmal bestimmst du, welches Hemd dein Vater anzieht. Ja, der arme Papa. Was habe ich damit gemeint? Ja, der Papa macht einiges mit, aber ich glaube, er macht das sehr gerne. Also ich habe eine Glückshose zum Beispiel auch. Und auch die muss der Papa aber nicht anziehen. Nein, das ist meine eigene vom Turnier. Das ist eine spezielle Turnierhose. Und der Papa hat ein Glückshemd, ein spezielles. Und warum ist es das? Weil du es auserkoren hast? Nein, weil uns aufgefallen ist, 2-3 Mal auf wichtigen... Mach mal einmal mit deiner rechten Hand den Besucher auf deiner linken Schulter weg. Da ist so eine kleine, süße... Genau, so, jetzt. Okay. Nein, weil uns aufgefallen ist, als wir auf dem Turnier waren, dass, wo er dieses Hemd anhatte, wirklich 2-3 Mal das wie an der Schnur geklappt hat. Und da hat mein Aberglaube gesagt, das Hemd, das war's. Und seitdem ist es irgendwie das Glückshemd geworden
Und der Papa muss das auf wichtigen Turnieren anziehen. Also es ist jetzt nicht so, wir fahren jetzt ländlich los, reiten los, fährt arm Papa das Glückshemd an. Ja, das wird für besondere genau. Momente. Man darf das Glück nicht ausreizen, habe ich zum einen gelernt. Und zum anderen ist das wirklich nur für wichtige Prüfungen oder große Turniere. Und dann muss der Papa das Glückshemd anziehen. Aber der arme Papa, der mag das nicht so gerne. Der meint dann immer, dass alle Leute glauben, dass er nur das eine Hemd hat. Nein, das haben wir ja jetzt erklärt. Ja, das haben wir jetzt erklärt. Der Druck ist raus. Das wissen jetzt alle, dass das Glückshemd ist. Und ich glaube, das Glückshemd, das wird auch sein Leben lang geflickt. Das ist heilig hier. Wann wird denn das Glückshemd das nächste Mal angezogen? Was ist der nächste wichtige Moment? Also wichtig ist auf jeden Fall am Wochenende nochmal beim Wiesbaden. Da starte ich im Pia-Förderpreis. Wen nimmst du mit? Die Dame Still Orange. Genau, die darf nochmal gehen. Aber ob wir das Glückshemd in Wiesbaden nehmen, weiß ich nicht. Ach so, das hängt dann, hat Zusammenhänge. Ja, ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal gucken. Weil, ich meine, wenn man sie das mal nimmt, glaube ich, irgendwann... Das nutzt sich ab. Genau. Also es ist einfach zu viel. Ja? Das ist meine Theorie, was sowas angeht. Ein bisschen verrückt. Und ob ich es für Wiesbaden nehme, weiß ich noch nicht. Das muss ich kurzfristig entscheiden. Okay, also Papa mit oder ohne Glückshemd. Aber ich glaube, Papa ist immer dabei, oder? Ja, immer. Also welche Rolle? Wie würdest du ihn... Ich meine, wir wissen alle, er ist dein Trainer. Mhm. Deine Eltern insgesamt, beide auch. Deine Mutter Melanie, die stehen ja voll dahinter. Ihr macht das hier zusammen. Mhm. Welche Rolle nimmt dein Vater ein? Also Papa ist, wir sind von Anfang an halt schon immer aufs Turnier zusammengefahren und bei Papa habe ich halt alles gelernt. Ne? Das fängt so mit dem Reiterwettbewerb früher, so wie man sitzen soll, da habe ich halt alles gelernt und wir haben eine wirklich enge Beziehung deswegen auch zueinander, gerade was Pferdesport angeht und ja, der hat mich auf jedes Turnier begleitet, hat mir überall Unterricht gegeben und wir sind durch jede Trainer und Schüler Höhe und Tiefe gegangen. Und Papa ist halt auch der, der, sag ich mal, der Perfektionist ist. Ich bin's auch, aber der ist dann auch immer so, ja, das war gut, aber da und da so. Ne? Und das ist auch irgendwie was, was natürlich dazugehört. Man will ja immer besser werden und der ist halt so für dieses Training und solche Sachen zuständig und Pferde entdecken, sag ich mal, und solche Sachen. Und die Mama, die ist so ein bisschen die Frau im Hintergrund, sag ich mal, so Management und wenn ich meinen Turnierschrank packe, da hilft sie mir bei und wenn ich zu Hause Hilfe brauche, ein Pferd fertig machen und solche Sachen, da ist Mama so ein bisschen so, so ist ein bisschen die Rollenverteilung. Wie viele Pferde reitest du jetzt inzwischen am Tag? Du hattest vorhin, musste ich ein bisschen schmunzeln sagen, da war der Orange das einzige Pferd, das hat sich geändert, definitiv. Ja, also das ist relativ unterschiedlich, weil wir eben auch viele Junge dabei haben, aber sind schon immer so zwischen 8 und 10, 11. Sowas um den Dreh sind das schon. Aber wie gesagt, da sind auch einige Junge bei, so ein Vierjähriger oder so. Der reicht ja, wenn er dreimal die Woche irgendwie bewegt wird. Ne? Du fährst einmal die Woche, wenn es klappt. Manchmal klappt es seltener, auch zu Klaus Balkenhol. Ja. Seit wann? Und jetzt frage ich mal blöd, wieso? Also ich habe das Glück, ungefähr seit einem Jahr zu ihm fahren zu dürfen. Und wieso ist eigentlich relativ einfach. Mein Papa und ich haben bis jetzt sehr gut trainiert und waren auch sehr zufrieden. Aber... Er ist so erfahren und weiß so viel und hat ja, viel in seinem Leben erlebt und selber geritten und trainiert viele gute Leute, dass wir gesagt haben, wir brauchen noch jemanden, der uns ja, eine Feinheit gibt und mir, sag ich mal, so ein bisschen die Tricks erklärt, ne, wie man einen richtigen Grand Prix reitet und der mir da einfach hilft in der Ausbildung. Gib uns einen Tipp. Das sagen ja immer alle. Mensch, der ist so gut und der weiß so viel. Kannst du uns ein Beispiel... Was hast du mitgenommen schon? Also der Spruch, der mir jetzt als erstes einfällt, ist vorne loben, hinten toben. So, okay. Ist ein so ein Spruch, den er gerne mal sagt, also wie das sein soll. Das ist so der Spruch, der mir jetzt als erstes einfällt. So. Also Motor immer hinten an, genau, und vorne. Vorne loslassen und hinten muss weitergehen, ne? So in etwa. Und das ist so einfach der Spruch, der mir als erstes jetzt so einfällt. Aber was auch einfach ist, so auf dem Turnier, wenn es mal irgendwie eine schwierige Situation ist, weil das Pferd total aufgeregt ist oder so, der hat halt immer ein Rad und der hat so eine Ruhe dabei. Und von dem kann ich jedes Mal so viel lernen. Das ist wirklich außergewöhnlich und faszinierend. Und ja, ich habe wirklich einfach großes Glück, dass ich auch kommen darf, dass er die Zeit dafür hat. Und dann nimmst du immer einen mit, zwei mit, besprecht ihr das vorher? Ja, das ist immer unterschiedlich, also wie es passt, wie er Zeit hat und wenn es passt, dann nehme ich auch gerne zwei Pferde mit, aber das kann man halt nicht sagen, weil er halt auch wirklich viel beschäftigt ist. Deine zweite Leidenschaft, die ist das Züchten und wir haben eine junge Dame hier,
auf der du beides verbinden kannst. Mhm. Ich glaube, jetzt ist ziemlich schnell klar, von wem ich rede. Und sie hat einen sehr spannenden Namen noch zu all dem. Ja. Vielleicht sagst du es einfach selber, genau. HBS, Golden Mylight NRW. NRW halt für das Bundesland, weil sie geehrt wurde als Bundeschampioness, hat sie den Titel verliehen bekommen. Und HBS steht für Hengsthaltung Beck Sport Horses, damit jeder weiß, dass die von uns kommt. Von ihr haben wir auch ein kleines Video vorbereitet. Das ist nämlich von dir dein erstes selbstgezogenes Pony. So, jetzt haben wir uns hier die hübsche Prinzessin rausgeholt. Miley, die ist ja schon weltweit bekannt, hätte ich fast gesagt. Wir reden natürlich auch gleich noch über sie. Jetzt wollen wir einmal diese Punkte, was wir eben gesagt haben, Thema Pferdebeurteilung, uns hier genau an ihr gucken. Such dir mal 3 Lieblingspunkte aus, Jill, die du uns an ihr zeigen möchtest, was dir besonders wichtig ist. Ich denke, ich würde anfangen mit der Schulter. Sie hat eine ganz, ganz tolle schräge Schulter, die man hier sehr schön sieht. Und dadurch hat sie einfach das Glück, dass sie so schön schräg ist, dass sie eine enorme Schulterfreiheit hat. Und was man eben jetzt sieht, das kann man hinterher beim Reiten, wenn man Reitbilder sieht, dann sieht man es ganz klar, wie die Schulter schön von oben durchschwingen kann mit ganz, ganz viel Raumgriff. Und da hat sie großes Glück gehabt. Das war Punkt 1, die schräge Schulter. Okay, was wäre Punkt 2, der total wichtig ist? Also ihre Halsung. Manche Leute würden sich vielleicht wünschen, dass sie noch etwas breiter und etwas höher wäre. Aber ich finde die perfekt, weil zum Reiten gibt es für mich keine bessere Halsung, weil für sie, sie kann sich schön oben einstellen, kann aber gleichzeitig mit dieser Halsung auch optimal in die Tiefe gehen. Dehnung ist für sie auch kein Problem beim Reiten und für mich ist es eine optimale Reithalsung. Optimale Schulter, optimaler Hals. Punkt 3, einen haben wir noch. Ihr Hinterbein, ich glaube, das ist auch eine ihrer ganz, ganz großen Stärken, wo die Richter sie immer ganz groß loben, dass sie ein schön gewinkeltes Hinterbein hat. Insgesamt kann man einfach sagen, ist sie im Rechteck konstruiert und absolut praktisch und hat es wirklich einfach durch ihren Körper wirklich einfach beim Reiten ihre Qualität, ihre Kraft und ihre Stärken auszuspielen. Das leuchtet uns ein. Du würdest sagen, das sind die 3 allerwichtigsten Punkte, jetzt mal auf die Schnelle. Und dabei spielt es doch wahrscheinlich gar keine Rolle. Wir reden jetzt hier von einem Pony, klar. Aber wenn es jetzt ein Großpferd wäre, wären die Punkte anders? Nee, also für mich persönlich ist immer das Hinterbein das Allerwichtigste. Der Rücken ist mir sehr wichtig, der Hals, ja, und auch wie die Schulter angelegt ist. Das sind so für mich, wenn ich mir ein Fohlen angucke, das fasziniert mich immer und das fordert mich immer, da schon was zu erkennen. Und das sind die Punkte, wo ich am meisten darauf achte, so der Kopf oder so, das ist für mich zweitrangig. Das ist Optik, das ist Geschmack. Aber das sind die Punkte, die ich hinterher zum Reiten brauche und die, die für mich am meisten stimmen müssen. Egal, ob Pony oder Großpferd. Egal, ob Stute, Wallach, Hengst. So muss das sein. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle ein bisschen was gelernt und jetzt quatschen wir weiter. Ja, Miley war das, Golden Mylight. Tommy ist inzwischen auch wieder bei uns, hallo. Jill, das ist natürlich eigentlich schon fast freches Glück, das allererste Zuchtprodukt und so ein Knaller. Auf der anderen Seite ist Glück natürlich auch nicht ganz richtig. Du bist das ganze Jahr sehr systematisch angegangen. Mhm. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge von dir als Reiterin gehört. Erzähl uns doch mal die Geschichte. Wie kam es denn zu diesem Zuchtprodukt, ist so ein ganz schreckliches Wort, zu dieser schicken Falbstute, mit der du ja schon Bundeschampioness geworden bist? Also ich wollte immer irgendwie züchten, weil wir züchten ja schon immer und ich wollte einfach mal selber was machen. Und du wolltest einen Pony züchten? Ja, genau. Ponys haben mich eben fasziniert immer. Mhm. Und ich hatte jetzt damals nie das Knallerpony, sag ich mal. Ja. Und ich wollte irgendwie, ja, irgendwie, das wollte ich irgendwie machen, ne? Weil so Ponys Abstammung, das hat mich fasziniert. Papa weniger, weil mittlerweile teilt er die Leidenschaft mit mir. Und dann gab es eben die Möglichkeit, dass von den Ponys, die ich hatte, die Mutter, dass der Mann die eben abgeben wollte, weil der gesundheitlich nicht mehr ganz so fit war. Und dann hat er uns gefragt, weil wir eben die Nachkommen daraus immer gekauft hatten, ob ich sie haben möchte. Und dann haben wir natürlich nicht lange gezögert. Und Papa hat mir den Traum erfüllt, dass ich eben diese Stute haben durfte. Und dann haben wir sie eben im Herbst abgeholt. Und jetzt hatte ich natürlich den ganzen Winter Zeit, mir zu überlegen, wie wir sie belegen. Und weil wir von den Altbewährten... Also das hast tatsächlich du gemacht, ja, ne? Ja, genau. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte Papa auch noch gar nicht so, sag ich mal, das ganz große Interesse an den Ponys und kannte sich noch gar nicht so wahnsinnig mit den Linien auf. Du räumst hier ein bisschen auf, ja? Ja. Und weil wir von den altbewährten Hengsten irgendwie nicht so das richtige Gefühl sind, wir zur Ponykürung gefahren, haben uns die Jungen angeguckt
Und dann trabte eben so ein Cremello-Hengst da rein und dann hatte der trabte unheimlich toll und der sprach mich sofort an und sind wir an der Box gucken gegangen und das passte vom Körper und dann wurde der auch gekört und wurde versteigert auf der Auktion und ging dann wirklich auch noch in Hände, wo es dann passte, dass der auch deckte. Und dann haben wir eben sofort im Februar Samen bestellt. Mhm. Und die Stute sofort beim ersten Mal tragen, sodass im Januar die Golden Mile-Light zur Welt kam. Wird er langsam. Zur Welt kam und dann war mein kleines Pony endlich da. Also ich musste ja auch 11 Monate warten. Das ist dann lang. Ja, ich meine, ich bin es ja gewohnt, aber bei so einem eigenen Fohlen, ne, ist man ja dann doch ein bisschen aufgeregter. Zumal Papa hatte damals auch gesagt, so ja, das passt wohl. Er könnte sich das von den Linien der beiden Körper auch gut vorstellen und so. Mhm. Mit dem Blut kannte ich mich halt mehr aus. Und dann musste ich eben die 11 Monate warten, dann war sie eben da und ich war total verliebt. Also ich glaube, das war auch in dem Moment egal, wie sie aussah, das war mein Ponyfohlen. Aber ich war schon besonders aufgeregt, weil ich hatte das halt ja ausgesucht. So, du hattest ja auch eine sehr genaue Vorstellung. Ja, ich wollte es halt schon besser machen. Ich habe mir schon gewünscht, jetzt nicht so das normale Pferd zu züchten. Und Papa ist halt schon ein mega guter Züchter. Und dann dachte ich mir so, ja, du musst jetzt auch irgendwie dein Talent beweisen. Was der in groß kann, kannst du mit Ponys auf jeden Fall. Ja, irgendwie schon. Ne? Das war halt dann irgendwie schon, hatte ich schon Ansprüche an mich selber. Und dann war das Fohlen eben da und alles fein und toll. Und sie bewegte sich ganz nett. Das sah alles gut aus. Hübsch war sie auch. Und sie wuchs dann eben und alles war prima. Und wo wir sie dann wirklich abgesetzt haben, fing sie wirklich an, so spektakulär zu traben. Also das war wirklich außergewöhnlich. Aber das war eben erst da, wo wir sie abgesetzt haben. Vorher war das ein ordentliches Fohlen, aber dann war sie wirklich spektakulär. Also man kann allen Züchtern, Jungzüchtern, hier mal den kleinen Tipp geben, nicht nervös werden. Abwarten. Genau. Genau. Es gibt auch viele Fohlen, die halt einfach, oft haben wir auch, nur galoppieren, die traben gar nicht. Ist denen zu anstrengend und zu aufwendig, ne? Aber ja, und ich hatte immer gehofft, dass das bleibt. Und dann nach 3 Jahren konnten wir sie, oder durfte ich sie endlich anreiten. Dann haben wir sie natürlich ganz schonend angearbeitet, angeritten. Weißt du das noch so? Das allererste Mal da drauf sitzen, das muss doch ein Hype-Gefühl gewesen sein. Ja, total. Also ich hatte das Glück, dass ich vorher schon mal Ponys angeritten habe. Also ich wusste schon so ein bisschen, was ich machen muss und was ich nicht machen kann beim Anreiten. Mhm. Das war auch gut so, aber sie war wirklich 100%ig. Und dann also auf dem eigenen Zuchtprodukt. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, puh, wie sie sich wohl sitzen lässt, so, weil sie, wenn sie so lostrabt, sie hat dieses wahnsinnig große Schwingen. Du bist echt eine Kanone. Ja. Und dann war einfach so, wie sie sich so anfühlt und wie nimmt sie meinen Schenkel an und wie ängstlich ist sie und solche Sachen. Aber sie war wirklich. Der wird rabiat. Lass meine Jacke an. Der war wirklich, ich höre dir trotzdem. Ja, die war wirklich unkompliziert und ich war echt glücklich mit ihr. Und dann habe ich sie eben angeritten und dann haben wir sie ganz schön vorbereitet. Und weil sie eben noch so jung war, gerade bei 3-jährigen Pferden, da muss man ja mal ganz vorsichtig sein, haben wir sie schonend aufgebaut. Und sie zeigte halt eine enorme Rittigkeit, weswegen wir dann so gesagt haben, dass das Bundeschampionat schon ein realistisches Ziel ist, ohne einen großen Aufwand zu betreiben, weil sie sich eben anbietet. Okay. Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache. Natürlich. Gerade mit den jungen Pferden, wenn man lange was von denen haben will, muss man sich wirklich überlegen, was man möchte. Und dieses Pony war einfach so außergewöhnlich rittig. Der brauchte man nicht so viel beibringen. Die konnte einfach alles. Die war also gerade gerichtet, die hatte Schwung, die trabte halt immer los. Du meinst dieses ewige Thema, wann fangen wir an und so. Ihr habt einfach das genommen, was sie gegeben hat, ohne Druck? Nö, brauchten wir nicht. Und es war einfach genug. Also ich meine, sie trabt einfach von Natur aus wahnsinnig los. Da muss man nichts reiten. Man muss es einfach nur in die richtigen Bahnen lenken, dass sie ein bisschen ausbalanciert war. Mehr war das einfach nicht. Mhm. Und deswegen habe ich für mich auch gesagt, so, wir machen das, weil das für das Pony nicht wirklich viel Stress ist. Es ist halt gerade auslaufen, sie musste nicht viel lernen. Sie hat wirklich auch, ich habe sie 3-mal die Woche geritten, also wirklich das fokussiert aufs Wenigste und und hat einfach eine außergewöhnliche Rittigkeit, das ist so. Und deswegen ging das auch einfach so. Und dann ist sie eben Westfalen-Championess gegangen. Sie ist wirklich nur ein Turnier vorher gegangen und Westfalen-Championess und dann ist sie wirklich das Bundeschampionat noch gegangen. Das konnte sie auch gewinnen, also sie ist 3-jährig auch wirklich nur 3 Turniere gegangen und das geht, wie gesagt, einfach nur mit dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit und Rittigkeit von ihr. Jetzt bist du mit einem eigenen Zuchtpony, selbstgezogenen Pony, Championess, Bundeschampion. Dieses Tier ist unglaublich. Welche, was ich eigentlich fragen wollte. Der bringt uns hier echt in Wald. Entschuldigung.
spannend. Okay. Ich habe immer gesagt, er hat einen besonderen Charakter. Er ist wirklich ein besonderes Pferd. Ich mag ihn, wie er ist. Aber wir langweilen ihn. Ja. Was ich jetzt wirklich einmal wissen wollte. Selbstgezogenes Pony, Bundeschampioness. Das ist natürlich irre. Du hast aber auch schon 3 Europameisterschafts-Goldmedaillen. Mhm. Nur 3 Gold, 6 ins 3 Gold. Was war denn jetzt so das Obergenialste? Gibt es das überhaupt? Ich gehe also, dir jetzt ein bisschen aus dem Weg, Schätzchen. Ich glaube, es war die Equitana, ganz ehrlich. Das war ein Wie bitte? Ja, ach, nein. Das ist aber jetzt nein, das war, ja, das war ein Erlebnis, was mich bis heute geprägt hat, wahrscheinlich auch immer prägen wird. Da werde ich wahrscheinlich noch meinen Kindern von erzählen, so ungefähr. Ja, aber, ja das ist ja okay. Aber das war echt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Und ich glaube, das war bis heute so das Besonderste. Also ich meine, Medaillen sind toll und Europameister zu sein und Bundeschampion, das möchte ich alles nicht missen. Das und ist das, mega. Wo du uns doch schon verraten hast, du liebst Medaillen ja, und Schärfen weiß, und Schleifen. Ich liebe das auch, aber das ist halt nicht alles. Die Beziehung zum Pferd und das Gefühl in dem Moment und das Vertrauen, so, das war mir wichtig. Und in dem Moment hat dieses Pferd mir so viel gegeben, dass konnten wir noch nicht so ganz oft wieder ein Pferd geben. Und du bist dran. Der ist und dran das hier. War wirklich das Erlebnis, was echt einzigartig war. Also die, das ist andere mega toll. Ich habe verstanden. Aber das andere hat einfach gar keinen materiellen Wert. Ne? Er steht ja noch da drüben, du siehst ihn jeden Tag. Das muss ja einfach auch total toll sein. Du weißt, du kannst ihm hier einfach, ja, ich glaube sagen, den Himmel auf Erden bieten, oder? Ja, also er ist topfit, er ist 19. Eher Damon Hill, um vielleicht zwischendurch ja. nochmal den roten und, Faden. Ich glaube, er ist auch echt sehr glücklich. Und wir sind einfach mega, mega dankbar dafür, was er uns alles gegeben hat in dieser Zeit. Was wir dank ihm erleben durften. Und auch hier so ein Daddy Thompson, ne? Damon Hill ist der Vater. Also meine Nachwuchspferde, die bauen irgendwie alle auf ihm auf. Überall trifft man ihn, ja, genau, ganz klar. Und nee, ich rutsch vor. Sind wir ihm so dankbar für alles, was er uns gegeben hat und was wir dank ihm erleben durften. Und ja, jetzt versuchen wir ihm mit seinen knackigen 19 Jahren das hier so schön zu bereiten, wie er es möchte. Ist schon der King der Family. Ja, ist er. Wird er auch immer bleiben irgendwie. Der wird immer einen besonderen Stellenwert haben. Wir hatten gerade schon gesagt, Familie, das ist hier echt total Familie. Wer mal das Glück hat, hier zu sein, der fühlt das, der spürt das in jeder Ecke. Und wie sagst du so schön, also du bist praktisch in die Pferde hineingeboren worden. Mhm. Und dass das bei dir nicht einfach nur so ein Satz ist, das können wir auch belegen. Wir haben nämlich dich sozusagen hineingeboren. Ja. Das war, glaube ich, dein erstes eigenes Pferd. Ja, das war das. Also ich glaube, das ist auch so mein Lieblingsbild. Das war früher, wo meine Eltern ihren Stall hatten, wo wir hier noch nicht die Anlage hatten. Da hatten sie ihre Pferde stehen und ich hatte immer dieses kleine Schimmelpony und auch einen Schecken, aber der Schimmel, der war immer mein Liebling. Und hier mit Satteldecke und der hatte auch eine Trense und den musste ich immer einbandagieren. Meine armen Eltern mussten immer die Bandagen aufräumen, weil ich immer einbandagieren wollte. Und hier sieht man genau, das ist das erste Mal so Reiterwettbewerb bin ich da geritten. Meine Eltern haben mich in eine Reitschule geschickt, weil es halt ja nicht nur ums Reiten ging, sondern auch die Verbindung zum Pferd und Freunde und Spaß und ne. Ja. Das war auch echt richtig gut. Da hatte ich echt tolle Erfahrungen und da habe ich das erste Mal geritten und habe sofort gewonnen. Ich weiß nur, Reiterwettbewerb ohne Galopp war es. Ah ja, sehr gut. Wir haben einen leider nicht im Bild, den müssen wir unbedingt gleich noch ansprechen. Ich meine Huckleberry, aber das ist nicht Huckleberry. Das ist eigentlich so dein erstes Erfolgspony, glaube ich, gewesen. Das ist Hollywood. Mit dem bin ich wirklich richtig Turniere gegangen, von E-Dressur bis FI. Und als ich den habe ich bekommen, da war er 17 und er ist mit 22 mit mir sogar auch noch, genau, da war er noch jung, da waren wir noch klein. Da ist ein Reiterwettbewerb mit mir gegangen und der ist richtig hinter der FI mit mir gegangen, sogar bis zur Westfälin. Und der ist, glaube ich, mit 21 sogar noch top für Turnier gegangen und war der perfekte Lehrmeister. Also im Grunde hast du wirklich von klein auf die Nummer durchgeritten. Ja, also ich sag mal... Wobei, was sagst du so schön? Meine Ponyzeit war nicht so unbedingt die erfolgreichste. Ja, viele sagen immer, ja, Ponyzeit, schönste Zeit. Kann ich verstehen, aber mein Papa, der ist von Anfang an da bewusst rangegangen und hat halt gesagt so, du kriegst gute, vernünftige Ponys, aber das Potenzial muss sich in Grenzen halten. Du bekommst jetzt hier nicht die mega Knaller-Ponys, die fertig ausgebildet sind und top durchgeritten sind. Warum? Und so. Weil er gleich wollte, dass du
dir das selbst erarbeiten musst, ja, oder genau. Was ist die Philosophie genau, gewesen? Genau, der wollte halt, dass ich es mir selbst erarbeite und dass ich von Anfang an lerne, dass ich keine fertig gerittenen Pferde bekomme oder Ponys und dass man sich Erfolg eben erarbeiten muss und dass diese Pferde das alle lernen müssen und dass ich von Anfang an klein anfange und die Beziehung auch so aufbaue. Die Beziehung zum Pferd war ihm halt immer mega wichtig dabei und das wollte der eben und der wollte halt nicht, dass ich direkt so verwöhnt bin, so das fertige Pony, das geht von alleine da durch, so die gewinnt eins nach dem anderen oder so. Der wollte wirklich, dass ich lerne auch, dass man nicht platziert sein kann oder dass man auch mit einer grünen Schleife, sag ich mal, glücklich sein kann. Und das habe ich gelernt, das war manchmal eine harte Zeit, weil ich echt Freundinnen hatten die perfekten FEI-Ponys. Und haben dann eine FI nach dem anderen gewonnen, Preis der Besten geritten und so. Und da dachte ich mir immer so, boah, das willst du doch auch. Aber ich war total glücklich, wenn ich eine grüne Schleife hatte oder wenn ich einfach eine tolle, wenn es nicht für eine Schleife gereicht hat, war es auch nicht schlimm. Aber wenn die Prüfung toll war und ich irgendwie den Erfolg hatte, dass ich was verbessert hatte, war ich schon total glücklich. Und ich glaube, das war damals sehr mutig von meinem Vater. Man kann dann auch sagen, wenn man vielleicht nicht unbedingt... Hochgepokert ein Stück. Ja, wenn man nicht unbedingt Erfolg hat, dass man dann gar nicht mehr so unbedingt Lust auf den Sport hat. Aber er hat immer gesagt, wenn, dann machen wir das vernünftig. Wenn, dann soll sie richtig Ehrgeiz haben. Und ich glaube, da habe ich auch den Ehrgeiz entwickelt. Und jetzt irgendwie aufhören oder so war für mich nie eine Option. Ich meine, ich hatte ja schon Erfolg. Es war ja jetzt nicht, dass ich nichts abbekommen habe oder so. Mhm. Aber das waren halt noch eine andere Zeit. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und ich kann auch heute ganz bewusst sagen, dass ich weiß, dass es nicht immer so ist wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass es immer nur bergauf geht. Es geht auch mal bergab. Und ich weiß, dass ich auch mit Niederlagen oder mal Zeiten, wo es nicht so läuft, gut umgehen kann, definitiv. Macht die Erfolge ja wahrscheinlich doch auch immer noch wertvoll. Nee, ich weiß das schon auch zu schätzen, ganz sicher. Aber den kleinen Huckleberry, der steht nämlich auch da draußen, ist topfit mit seinen riesen Augen, guckt da einen Herrn an, Herr des Hauses hier. Die Geschichte, die dahinter steckt, die ist ja auch mittelschwer grandios. Also eigentlich kam nämlich Huckleberry nach dem weißen Plüschpony, was immer bandagiert wurde, wenn ich es, glaube ich, ja, richtig weiß. Ne? Ja. Und der kam auf lustige Weise zu dir. Wie? Da war von einem Bekannten von meinem Vater ein runder Geburtstag. Und dann hatten sich irgendwie die Hengstreiter zusammengetan und hatten ihm zum Geburtstag einen Welsch A geschenken, Hengst. Ein Welsch A Hengst, total schön. Und, der war, glaube ich, zwei. Ja, ne? Genau, zweijährig. Einen frechen, kleinen, süßen Schäfer. Ja, der sieht auch schon so aus, als hätte er einen Schalk im Nacken. Und jetzt war das ganz lustig und so mit Schleife und so, wie man sich das halt vorstellt. Aber er konnte im Endeffekt nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Und dann ist mein Papa hingegangen und hat gesagt, du, ich kaufe dir den ab für meine Tochter. Und dann sind die sich auch schnell einig geworden. Ich war zu dem Zeitpunkt zwei, das Pony war auch zwei, ein Hengst. Das ist auch schon wieder mutig. Ja, ja. Und hat Papa den eben mitgenommen und dann wurde der kastriert. Und das war dann so mein erstes, ja, ich weiß nicht, Spielpony. Erstmal, wenn man ihn so jung ist, ist er erstmal ein Spielpony, sag ich mal. Und meine Eltern haben den eben einfahren lassen und dann sind wir auch mit dem Kutsche gefahren. Und wo ich dann älter war, habe ich den dann eben auch geritten, richtig, ohne Turnier, aber zu Hause. Ja. Und wir haben auch jeden Blödsinn mit ihm gemacht. Wir sind im Winter, wenn hier früher hoch Schnee lag, haben wir einen Schlitten dahinter gespannt und sind mit dem Schlitten durch den Schnee gefahren. Also so wirklich alles, was man sich vorstellt, richtig, haben wir mit dem gemacht. Richtig, wie man sich vorstellt, ja. Genau, so reingewachsen. Jetzt hast du wirklich das Ganze von der Pike auf, du hast es gerade so schön erzählt, alles durchgemacht wirklich, auch von ganz vielen Seiten. Und jetzt bist du ja fast schon in einer anderen Position. Wir sehen dich in deinem Deutsche Bank Reitsport Sportakademie-Shirt. Ja. Da bist du Mitglied in diesem Jahr und darfst auf diesem Wege Turniere bestreiten. Die meisten von uns kennen ja dieses Programm. Mhm. Aber du hast auch einen Mini-Menti, den du selbst trainierst und unterstützt in dieser ganzen Aufbauphase. Was hast du für einen Mini-Menti? Wie alt ist sie? Also Lilith heißt sie. Sie ist 15 und sie hat ein Großpferd, Summerside. Der ist 7 und die beiden bewegen sich jetzt auf, Adressur haben sie gewonnen und machen gerade den Sprung zur Klasse L und Lilith kommt immer alle 2 Wochen zu mir und dann betreue ich sie und wir haben schon einen tollen Fortschritt gehabt und ich glaube, Lilith hat auch immer viel Spaß, wenn sie zu mir kommt und mir macht es auch echt mega viel Spaß mit dem. Das ist ja für dich schon so ein bisschen Rollenwechsel, ne? Aber ja, ich muss sagen, ich habe häufiger schon mal... oft Ponymädels, ich weiß nicht, oft kommen irgendwie Ponymädels zu mir geholfen. Also Lilith ist nicht die erste, der ich helfe. Und mir macht das mega viel Spaß. Und
Unterricht geben ist nicht Reiten, das ist nochmal was ganz anderes. Absolut. Kann auch nicht jeder, hat auch nicht jeder Spaß dran, aber ich muss sagen, ich habe da echt mega Spaß dran. Und wenn das Ganze dann wirklich noch auf dem Turnier belohnt wird, dann ist das eine runde Sache und dann freuen wir uns alle. Jetzt sind wir einmal wirklich quer durchs Leben im wahrsten Sinne des Wortes galoppiert. Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Haben wir irgendwas ganz außen vor gelassen? Gibt es vielleicht noch den Moment? Aber ich glaube, da sind wir wirklich bei der Equitana. Das haben wir vorhin ja ganz deutlich rausgeholt. Ja, nee, also auf dem Podium oben auf dem ersten zu stehen, wenn du sagst, so, du bist Europameister. Für mich war immer der Traum so einmal Einzel-Europameister. So, das habe ich quasi abhaken können, letztes Jahr geschafft. Das war auch sicherlich ein besonderer Moment, wirklich dann irgendwie da zu stehen mit der goldenen Medaille, so du bist die Beste in Europa. Das war ein großer Traum, den ich mir da erfüllen konnte, beziehungsweise den Satellite mir da erfüllt hat. Und das war sicherlich auch was ganz, ganz Besonderes. Ganz sicher. Mhm. Wir sind leider schon am Ende. Das geht immer irgendwie unheimlich schnell. Aber wir haben wie immer am Ende nochmal unsere schnelle Speed-Nummer. Je schneller du antwortest, umso lieber ist es. Und, okay. Ja? Wir haben ja schon darüber geredet, dass du gerne mal so ein bisschen abergläubisch bist. Mhm. Ich kenne mich da nicht ganz so aus. Also die schnelle Frage an dich. Die berühmte schwarze Katze, lieber von links oder von rechts? Von links. Ah, okay, gut. Morgens früh aufstehen, Turnier, du musst fit sein. Kommt dann der grüne Petersilien-Smoothie oder doch lieber Sekt Orange? Nee, Petersilien-Smoothie. Du hättest die Wahl, du darfst nicht sagen beides, okay? Ja. Entweder möglichst schnell nochmal einen Bundeschampion, einen selbstgezogenen oder nochmal EM-Gold. Das ist aber jetzt echt... Das ist die mega fiese Frage. Ich glaube, der selbstgezogene Bundeschampion. Ach, guck. Ja, weißt du doch warum? Nee. Den kann ich ja später noch zum Europameister machen, wenn es gut läuft. Echt? Das war 2-0. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir heute erzählen lassen, was deine Leidenschaft ist. Du bist eine leidenschaftliche Bruncherin. Sonntags gemütlich brunchen, hat dein Papa mir erzählt. Ja, wenn die Zeit dazu da ist, auf jeden Fall. Jetzt stelle ich noch eine fiese Frage. Sonntag, du hast turnierfrei, schön gemütlich brunchen oder eine ordentliche Trainingseinheit mit Papa? Die Trainingseinheit, da ist der Ehrgeiz. Oha, okay, ja. Das ist natürlich auch zugleich ein großes Kompliment an deinen Vater. Ja. Jill, ich sage tausend Dank, dass wir hier sein durften. Gerne. Tommy, vielen Dank für die gute Unterhaltung und dass du noch ein bisschen was hier hast hängen lassen. Es war ein sehr, sehr lebhaftes Durchgaloppieren durch dein Leben. Das war sehr bunt mit vielen, vielen Phasen, die, glaube ich, echt spannend waren. Wir drücken die Daumen für alles, was noch kommt. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf dich und Satellite und Delorange und die Pferde, die hier alle noch so stehen. Ich danke dir sehr. Gerne. Ja, das war's von uns. Zu Gast bei Jill Becks waren wir heute. Schön, dass Sie bei uns waren und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von der Deutschen Bank Reitsportakademie.